So, Aufnahme starten. Ihr müsst mir natürlich wie immer sagen, ob der Ton zu laut oder zu leise ist oder was auch immer, ne? Wisst ihr Bescheid. Müsst ihr aber auf jeden Fall bei Ihnen dann was sagen. Ne? Ansonsten sage ich auf YouTube. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Zurück zu Let's Play Cyberpunk. Wir haben das letzte Mal die Delamine-Quest-Reihe angefangen und mit der machen wir heute auch einfach weiter. So, ja, wie gesagt, Delamine-Quest. Wir holen uns wieder depressive Delamine-Fahrzeuge ran. Mal gucken, ob wir diese finden werden. Und mal gucken, letztes Mal hatten wir, glaube ich, einen gehabt, der wollte von der Brücke oben runterspringen. Ist nicht lustig, ich weiß. Aber der wollte irgendwie die Brücke runterspringen. Wow, wow, wow. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. An exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay, ich sehe mich mal um. Ja. Ja, ich nehme Delamine-Taxi. Okay, schauen wir mal. Wir haben übrigens auch, das Motorrad wie ist der Nebencharakter nochmal? Der ganz am Anfang da war als Lückenfüller, weil irgendeiner halt am Anfang da sein musste. Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß nicht mehr, wie er hieß. Keine Ahnung. Oder ist das Taxi? Guck mal. Moin! Der guckt aber böse. Hey, lass uns reden. Ich geh nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst. Das werden wir ja sehen. Hey! Du hast mich gebraintestet, die dumme Sau. Hau ab! Was soll ich denn auf dem Motorrad jetzt anrichten, bitte? Okay, komm, 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 komm. Das Ding ist, ich kann halt nichts machen, wenn der jetzt hier, ne? Kann ich schießen eigentlich? Darf ich auf das Auto schießen? Ha! Da guckst du aber, wa? Ha! Fahr ich dir gegen deine Karre? Ha! Oh! Ich dachte vielleicht, ich könnte mich hier an der Wand irgendwie verstecken. Und dass er mir dann irgendwie, keine Ahnung, dass der Anlauf nimmt und mich reinfährt, aber auf dem Motorrad kannst du halt gar nichts machen. Oh, nicht runterfallen, bitte. Ey. Oh, der hängt fest. Das ist aber ärgerlich. Wie kann man denn vom Motorrad aus schießen? Geht das überhaupt? Oh, nice! Danke! Warte mal. Gut. Die brauchen ihr Auto sowieso nicht mehr. Mal raus, bitte. Danke. Was machen wir denn jetzt hier? Ich habe hier noch jemanden dabei. So, du willst das wissen, ne? Was mache ich denn jetzt hier mit dem... Ich habe hier jemanden dabei. Ich dreh mal gerade. Was ist das hier für ein Rumgepimmel, Mann? Sag mal. Den SUV durch die Gegend schiebt, ist schon klar. Siggi.
der schiebt doch was in den SUV, wir müssen noch mappen. Kein Problem. Alter! Sorry. Okay, die Frage ist, ich muss mir irgendwie schnell genug umdrehen, weil damit ich zu... Oh, komm her! Okay, wie viel hält der aus? Das ist doch nicht normal. Ich versteck mich mal hier hinterm Auto. Oh, der hängt fest. Das ist unsere Chance. Sag mal, aus was für einem Stahl ist dieses Fahrzeug bitte? Ja, warte mal, ich habe hier gerade so meine Probleme. Kannst du mal das Maul halten, bitte? Danke. Wer hat mich gerade genannt? Soll ich das zurückbringen? Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil des Honorars wurde überwiesen. Sehr gut. Oh, wir haben bald, wenn wir die Mission zu Ende haben, haben wir genug Geld, um unsere Kohle, unsere Schulden zu begleichen. Nice. Cool. Danke. Okay. Wir steigen ab. Und widmen uns der nächsten Party. Den Rest, das holen die ja ab hier, ne? Okay. Let's go. Wir ballern direkt zum nächsten... Ach, mein Nacken. Wir ballern direkt zum nächsten Auftrag. Wie gesagt, dann haben wir 21.000 zusammen, können unsere Schulden bei dem Ripper Dog begleichen. Das ist sehr nice. Endlich schuldenfrei mit HR3. Oh, ich bin falsch abgebogen. Junge, 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 Junge. Nein! Sorry! Beruhig dich, das ist nur... Ah! Das ist nur eine Tonne mit Holz drin gewesen. Meine Güte. Spannt euch halt mal ein bisschen. Kann's auch direkt übertreiben, ne? Ah! Meine Tonne mit Holz, das war meine Lieblingstonne! Mr. Hans, deine Jobs im Pacific Resort ruft mich an. Ich bin Vee. Was? Kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Ah, Delamain ruft durch. Wunderbar. Augen auf. Ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit einem Fahrzeug verloren. Danke. Ich guck mal. Ah. Okay, nein, ich hab's. Nee, doch, nee, nee, okay, das hat es. Sehr geil, sehr geil. Ging. Haben wir noch schnell genug hingekriegt. Geiler District hier, gefällt mir. Schön. Guck mal, da hinten noch mit Riesenrad und so. Ach, toll. So, wo ist der Taxi? Da kommt es. Grüezi. Delamain. Oh, da ist wieder ein böses. Einer Skala von 1 bis 6? Oh, würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich, aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg.
Portal Easter Egg natürlich, klar. Digi, du fährst im Regenverkehr, ne? Aber ist schon okay. Oh, Vorsicht! Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht. Bibi! Bring sie um! Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Willst du mich flachsen? Willst du mich verarschen? Alles klar. Wie assi war das denn? Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Dumme Sau, du. Okay, mir reicht. Timmy! Bring sie um! Was mit Timmy? Mal sehen, wie aus Matschbeinen getötet zu Maschinen werden. Seite 70. Wechsel Munition! Sag mal, wie kann ich denn nochmal das scheiß Waffenmenü öffnen? Mit Y war das, ne? Ah. So, Schatzi, jetzt geht's rund. Halt dein Maul! Das kann doch nicht sein! Boah, wie aggressiv sind die denn? Das ist doch wirklich nicht mehr normal! Heilige Maria! Beruhigt euch mal da vorne! Okay, die Waffen machen gar keinen Schaden. Sehr nice. Ich würde halt gerne mal nachladen, aber so richtig in Deckung gehen kann man hier auch irgendwie nicht, ne? Ah, okay, wir müssen unsere Maschinenpistole mal dringend austauschen, glaube ich. Die macht ganz guten Damage hier. Die andere aber irgendwie eher weniger. Ah, die Schnauze. Boah, ey. Alter Schwede. Muss man auch immer erstmal reinkommen ins Kampfsystem, ne? Und ich glaube... Scheiße, meine Muni ist leer. Und ich glaube tatsächlich, dass die Steuerung auf dem PC einfacher wäre als auf der Xbox. Aber ich weiß gar nicht, kann man auf der Konsole mit Maus und Tastatur spielen? Müsste gehen, oder? Ich weiß es nicht. So, ich packe aber mal alles ein. Dankeschön. Walk? Die haben doch hier bestimmt noch ein bisschen Stuff. Frage, das hatte ich damals schon, als ich die erste Mission, also als ich die erste Zeit gespielt habe. Frage... Wie kommt man in diesem Spiel an Munition am besten ran? Nur durch Looten? Wo war denn? Ich will das auch. Ich nehme mal das Gleiche, ne? Looten oder craften, alles klar. Ich möchte auch bimsen. So lasset mich bimsen. Liebe Göttin der Geilheit. Okay, was haben wir hier noch? Irgendwelchen Stuff. Wir nehmen aber trotzdem alles mit. Können wir alles schön gleich in den Automaten verkaufen. Was man hat, hat man. Oder auch mal zerlegen tatsächlich. Wäre nicht schlecht vielleicht, weil Geld kriegen wir jetzt glaube ich eh genug zusammen. Sicher lieber mal deine Waffen, Napoleon. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält. Und wie überaus lautstark sie das mitteilen.
Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Hä, Jackie? Das Delamain Taxi redet von Jackie, oder nicht? Genug. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Sehr fein. Sehr gut. Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen. Definitiv das seltsamste von denen. Es ist außerordentlich ungezogen. Ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen. Danke! Wupp, wupp. Okay, wo wir fahren als nächstes hier? Was ist denn hier los? Ist voll die Gangsterparty hier, wa? Ist voll die Gangster. Haben wir Geld bekommen jetzt eigentlich? Ist aber auch nice hier, ne, eigentlich? Neues Gebiet, Grand Imperial Mall. Ach, ist aber schon ganz hübsch hier, ne? Wenn hier nur was los wäre, aber hier ist halt irgendwie nichts mehr los. Gefühlt, hier vorne ist so eine Mall oder so? Boah, die Mall erinnert mich voll an Dead... Oh, wie hieß das Spiel nochmal? Dead Rising. Boah, wie sehr ich damals gegrindet habe, die ganzen UK-Seiten, um an Dead Rising ranzukommen, an den ersten Teil damals. Der war verboten gewesen und ein Klassenkamerad von mir hatte den aber, morgen. Das hat mich immer voll abgefuckt. Ich wollte es auch immer haben. Was? Ich habe nichts gemacht. Tschüss. Macht Idiot, ne? Ich möchte auch gebimst werden. Sag mal, was ist das denn schon wieder für ein kontextloser Quote? Ernsthaft jetzt Pommes? Das habe ich so nie gesagt. Oh, ich werde hier durchgemusst. Warte, wir müssen noch mal kurz umdrehen. Ich wüsste ja schon gerne, was passiert, wenn wir hier irgendwo gegenklatschen, ne? Aber irgendwie will ich es nicht ausprobieren. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Das geht doch gar nicht. Ah, hier auf die Spur, okay. Brumm, brumm. Ist das eigentlich so gedacht, dass man die Story, also dass man diese Delamain-Taxi-Mission jetzt schon macht? Okay. Das ist ja auch so. Okay, nicht, dass das vom Level her wieder zu High-Level wird, weißt du? Aber dann machen wir die Quest auf jeden Fall zu Ende. Finde die cool, die macht Spaß. Okay, oh, das ist das Arasaka-Gebiet hier. Okay, hier müssen wir einmal rum. Boah, geiles Gebäude da vorne. Okay, dann einmal hier rum. Wow. Oh, warte. Ja, oh, moin. Ich gebe die Koordinaten eines Fahrzeugs, das in ihrer Nähe verschwunden ist. Ja. Danke. Ich halte die Augen auf. Okay, neue Mission. Rancho Coronado. Wo ist der Kollege? Oh, da vorne ist ein Dings, guck mal. Ein Damm. Damm. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Damm.
dum dum. Es gibt einen, der zu dir hält. Dum dum. Gab schon lange kein Regen mehr. Dum dum. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Alter, hat er der Schwitzer am Arsch oder was ist das? Ist ja ekelerregend, Alter. Wie wär's mit dem neuen T-Shirt, Junge? Bah. Sag mal. Wollen Sie eine Maus verhaften oder was? Was machen Sie denn da? Dein Gesicht gefällt mir nicht. Und deine Mutter. Was? Wollt ihr mich verarschen? Gut, ich habe vergessen, das ist eine amerikanische Stadt. Aber schön zu sehen, dass sich 2077 in Amerika immer noch nichts geändert hat. Hinami? Nein, tatsächlich nicht. War auch etwas verwundert. Dass die trotzdem direkt das Feuer eröffnet haben. Schwierig. Okay, lass uns das Taxi suchen gehen, komm. Alles bei der immer noch top. Boah, voll nice, ne? Mega. I'm so happy! I'm so sad! Okay, komm, Delamain, ruf durch. Ich schicke Ihnen die Koordinaten eines Fahrzeugs, das in Ihrer Nähe verschwunden ist. Danke. Ich halte die Augen auf. Rocker Totti, Dankeschön für 18 Monate. Siegfried 296, Dankeschön für 2 Monate. Markus Plays, Dankeschön mit, also Markus mit K. Dankeschön für 300 Bits. Smogmog 93, Dankeschön für 9 Monate. Markus mit K nochmal, Dankeschön für weitere 400 Bits. Justus Jonas ist 54 Monate dabei und Rodan ist mit 500 Bits dabei. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und ich habe vergessen. Das war da vorne, glaube ich, irgendwo, ne? Ich glaube, das müsste hier vorne irgendwo drin gewesen sein, nicht? Ich glaube, der ist hier irgendwo gefahren, ne? Schauen wir mal, hier ist der irgendwo, glaube ich, lang getuckert. Ja gut, okay, komm, scheiß drauf, ich aktiviere kurz die Mission. Rancho Funcho Pancho, hier. Hab ich die nicht aktiviert? Lul? Als Ziel verfolgen. Ach so. Oh, komplett falsch, siehst du? Nice. So. Da vorne kommt er doch schon. Guck mal. Ui, fliegt der? Da sind zwei Tote. Problem, aber wir müssen nach Hause. Delamain fragt nach dir. Dich so aufgeben, obwohl sie schreien? Nein, undenkbar. Na gut, dann stopfe ich ihnen das Maul. Ein Massaker. Dann ist
keine Ahnung. Können wir bitte noch mal über dieses Taxi gerade sprechen? Was ist das denn gewesen gerade? Habt ihr gesehen? Das Auto liegt Dach, also kopfüber, irgendwo in irgendeinem Vorgarten und hat zwei Leute erschlagen. Was ist das denn? So, wir müssen einmal... Oh! Wir müssen... Oh, ist das hier ein Monsun jetzt oder was? Aber geile Wettereffekte. Voll nice. Auch die Pfützenbildung hier auf der Strecke, also auf dem... vor dem Formel-1-Modus drin. Hier die Pfützenbildung und sowas, richtig geil. Aber so ein fetter Monsunregen feiere ich. So, warte. So, was soll ich jetzt hier machen? Flamingos sowas zerstören. Moin! Ich muss nochmal bei den Ian Gordon kaputt machen, ne? So. Ah, da können wir eine Pistole für nehmen. Dann nehmen wir die Faust für. Komm. Erstmal Flamingos fausten. Oh. Okay, das finden die wohl nicht so gut. Ich versuche mal ein bisschen außen und so. Oh, bester Zaun ever. Da kommt man gar nicht vorbei. Ach, scheiße, da sind noch welche. Okay, pass auf. Wir lösen die Geschichte Tobi-Style, okay? Wir machen das einfach so, wie Tobi das immer machen würde. Oh, was ist denn mit ihr? Gut, ich glaube, die sind ein bisschen stark, nicht? Sind die ein bisschen stark für uns? Der kriegt ja gar keinen Schaden hier. Was ist das denn? Okay, warte, pass auf. Folgender Plan. Wo sind die scheiß Flamingos? Jetzt eben schnell mal reinhauen und abhauen. Tschüss! Komm ich hier nicht hoch? Nein, ich komme hier nicht hoch. Oh, rein, wir müssen rein. Okay, wo ist mein Motorrad? Verbindung ist tot. Ah, da ist es. Nein, was für Lager? Steig auf das Ding auf und lass uns abhauen. Ich muss weg! Den Kontakt zu dem Fahrzeug wiederhergestellt. Ist nicht mein Problem. Ich überweise einen Anteil ihres Wohnhauses. Nice. Wie geht's zum Money? Wir haben 5 von 7 jetzt gerettet. Boah, die waren aber ganz schön stark, ne? Puh. Knappe Geschichte. Level-Up haben wir bekommen. Wunderbar. Okay, was ist das hier? So ein komischer Verkaufsautomat. Warte mal. Wir gehen ganz kurz runter hier. Ich mach da Tobi-Style. Pures Chaos. Ja, na, Sigi-Pommes ist doch klar. Sigi Siebfertig. Ich sag doch Tobi-Style. Was los? Was los? Biest, was ist mit dir? Biest, was ist denn mit dir schief? Boah, WTF. Kommt da einfach so reingeflattert. Ohne Ankündigung, ne? Heilige Maria. Okay, warte mal. Wir verkaufen mal unseren Junk. Das sind 15. Das ist halt fast nix. Mach's nochmal, hab's nicht gesehen. Nee. Auf kein Sterino. Wie viel war es denn nur? Habe ich nicht 150 Euro? 150 Tacken. Habe ich dies nicht gesagt? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Sache vollkommen übertrieben. Dankeschön. Vielen Dank. Warte mal, Inventar. Wo können wir denn jetzt? Wir müssen doch jetzt hier Sachen auch zerlegen können. Holy Nase, geiler Typ. Absolut, maximal. Maximal geiler Typ.